Supermarkt Samstag bei ProbierTV. Das heutige Bier ist nach eigenen Angaben der Brauerei eine Perle der Natur, gebraut mit Felsquellwasser und man konnte mal Regenwald damit retten. Wenn ihr immer noch nicht wisst, bei welches Bier es geht, dann müsst ihr dranbleiben. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu unserer kleinen Familienshow am Samstag um 12. Ja, ich habe es gerade eben gesagt, viele Biere erkennt man ja tatsächlich am Werbesprech und ich war echt überrascht tatsächlich, wie viele Werbesprüche mir zu Fernsehbieren eingefallen sind und das heutige Bier hört auf den Namen eine Perle der Natur, Felsquellwasser. Da haben sie tatsächlich sogar offensichtlich einen Markenschutz auf Felsquellwasser, was es alles für Möglichkeiten im Markenrecht gibt. Und ich glaube, es war irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er, konnte man Regenwald damit retten. Die Rede ist natürlich vom Krombacher Pilz, eine Brauerei, die aus Krombach kommt, Nordrhein-Westfalen, und außer dem Pilz mittlerweile noch viele andere Biere braut, Weizen zum Beispiel, Kellerbier habe ich gesehen, Landbier gibt es offensichtlich, natürlich Biermischgetränke, also da ist man schon in der Palette der klassischen Biere, ist man da schon ganz gut abgedeckt. Wir haben das Pilz mit 4,8 Volumenprozent, 24 Bittereinheiten und haben es natürlich auf Fernsehbier gerechte 6-7 Grad, würde ich mal sagen, erwärmt. Wir haben Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Die Krombacher Brauerei war 2019 in so einem Ranking das zweitbeliebteste Marke, also als Krombacher nach Becks, und wurde 1803 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Also die Brauerei blickt da tatsächlich auf über 200 Jahre Braugeschichte zurück. Johannes Haas war Sohn einer Gasthausfamilie und man musste damals, um Alkohol ausschenken zu dürfen, auch selber Bier brauen. Und er hat gesagt, na gut, das mache ich einfach. Und so ist tatsächlich der Grundstein für die Krombacher Brauerei entstanden. 1889 gab es die erste Werbung für das Pilz. Wir erinnern uns, 1842 wurde das Pilz erfunden, also noch nach der Gründung der Brauerei. Also man muss vorher irgendwas anderes gebraut haben. Und 1889 bereits war man dann dabei, in Deutschland ein Pilz zu brauen. Mittlerweile, seit 1953, ist die Familie Schadebeck im Besitz der Brauerei. Sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 3 Personen. Also eine Privatbrauerei und kein Konzernbier. Es gab wohl mal irgendwann einen Übernahmeversuch durch Heineken, den hat man allerdings erfolgreich abgewehrt und ist nach wie vor, wie gesagt, im Privatbesitz. Die Bad Haas-Gruppe hat in ihrem Bericht Krombacher, ich glaube, das war auch 2019, auf Platz 32 der 40 größten Brauereien oder Brauereigruppen der Welt gerankt. Also schon mal ganz anständig, würde ich mal sagen. So, dann schauen wir mal, was das Pilsner kann. Und ich schenke mir das mal ein. Und natürlich hat man eine gewisse Erwartungshaltung und ich glaube, sie wird zumindest mal in der Optik jetzt nicht enttäuscht. Es ist eine klare, goldene Farbe, ein bisschen hellerer Ton, kräftiger, weißer, 2 Finger breiter Schaum, schön fein, nicht zu kompakt, haftet auch sehr, sehr schön am Glas. Kohlensäure, ja, ist ganz, ganz wenig drin zu sehen. Und auch die Trübung ist maximal von der Kälte des Glases. So. Nicht so intensiv. Bisschen grasiger Hopfen. Vielleicht so minimal blumig. Leicht süßliches Malz, aber eher auf der Seite des grasigen, leicht blumigen Hopfens und nicht so intensiv tatsächlich im Aroma. Da müssen wir es probieren. In diesem Sinne. Cheers. Ja, es hat tatsächlich hat es einen schönen, grasigen Hopfeneindruck. Schöne Herbe auch.
Dezente Malzsüße und es hat dieses Felsquellwasser, offensichtlich ist sehr, sehr mineralisch, also man schmeckt oder man hat zumindest so einen leicht mineralischen Eindruck. Trotzdem sehr schön weich im Mund. Hat auch eine gewisse Trockenheit. Schöne mittlere Bittere. Also diese 24 Bittereinheiten würde ich unterschreiben. Liegt natürlich auch daran, dass die vielleicht ein bisschen intensiver wirken jetzt, weil es jetzt kein so ein riesen Malzkörper natürlich da im Hintergrund ist. Passt ja natürlich auch zum Pilz. Also ich will da gar nichts jetzt negativ reden, Gottes Willen. Es hat tatsächlich für meine Begriffe noch gerade so einen schlanken Körper, ist aber schon so am oberen Ende. Schöne, angenehme, ja dezente, mittlere Kohlensäure. Ist ein ja, erfrischendes Bier. Im Nachtrunk hinten raus verliert sich so ein bisschen die Malzcharakteristik. Es ist so mildherb und ja, tatsächlich so ein leicht mineralisch-salzigen Eindruck, den es hinterlässt. Sehr eigenwillig tatsächlich, ist vermutlich auch wieder eins der Biere. Es gibt ja immer so diese Ideen, kann man 5 Fernsehbiere unterscheiden? Ich bin mir sicher, bei dem, beim Krombacher ist es gar nicht so schwierig. Wir wollten das immer mal machen. Ich glaube, das wird demnächst mal tatsächlich ein lustiges Video werden. Ein paar Freunde einlade und das tatsächlich mal versuche. Es ist okay. Es ist jetzt vielleicht kein so ganz klassisches Pilz. Zumindest auch nicht, ich sag mal, friesisch herb, um mal wieder einen anderen Werbesprech zu bemühen. Aber es ist okay und für mich sehr im normalen Mittelfeld angesiedelt. Und deshalb gibt es von Probier TV für das Krombacher Pilz aus der Privatbrauerei Kreuztal in Krombach, Kreuztal, Kreuztal, Krombach gibt es 2,5 Punkte für das Krombacher Pilz, eines der bekanntesten Fernsehbiere. Wie gesagt, man konnte, glaube ich, Ende der 80er Jahre sogar mal pro gekaufte Kiste einen Quadratmeter Regenwald retten. Ich habe gar keine Ahnung. Günther Jauch hat damals sogar, glaube ich, Werbung dafür gemacht. Aber keine Ahnung, wie viel Quadratkilometer da in Summe zusammengekommen sind. Vielleicht weiß das ja jemand von euch, ob es da irgendwo noch eine Info gibt, wie viel Regenwald damals gerettet, ersoffen wurde. Und könnt ihr mir mal schreiben, würde mich aber vielleicht interessieren. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr mir eure Biertipps da lasst. Auch gerne für den Supermarkt Samstag, aber bitte tatsächlich ernst gemeinte Geschichten, wo wir dann nachher auch ein bisschen drüber reden können. Ich sage danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr da unten klickt und ein Abo da lasst. Oder war es da? Nee, ich glaube, es ist da. Da muss es sein. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.